Yeah, ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ Werder Bremen Inside. Welcome to Werder TV Inside. Ja, auch von mir moin oder in dem Fall besser Sabaydi zu Werder TV Inside vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Reden wir gleich drüber oder soll ich? Erstmal geht's heute um Werder bewegt, besser gesagt um Werder bewegt international, denn wir haben unseren CSR-Mitarbeiter Hendrik nach Laos begleitet. ยินดีทุกท่านเข้าสู่ประเทศลาว Herzlich willkommen in Laos Endlich Fußball Wir sind hier mit Werder Bremen, spezieller Werder bewegt in Laos, ein Projekt von Football is More. Hier in Zusammenarbeit mit dem laotischen Fußballverband. Wir bilden Young Coaches aus. Was man mitnehmen kann, ist auf jeden Fall, dass sie sehr begeistert sind, dass jemand aus der Bundesliga hier ist, um sich ihrer Ausbildung zu widmen. Das kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Definitiv, das kam super an. Ja, und nicht nur das Projekt, sondern auch Werder. Denn glaubt es oder nicht, Laos ist... Lebenslang grün-weiß. Wir wussten ja, wir kommen nach Asien. Wir können im Vergleich zu der Premier League jetzt irgendwie vielleicht hier nicht großartig mithalten. Also haben schon gedacht, viele werden halt Spieler von Chelsea irgendwie nennen. Und dann ist der erste Mensch, den wir treffen, mit dem wir über Fußball reden und fragen, was einer seiner Lieblingsspieler überhaupt ist. Der Don, der sagt, er hat in Deutschland gelebt und aufgrund seiner Mentalität ist sein Lieblingsspieler von damals einen besten Spieler von Österreich, ja, Andreas Herzog. Ja. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Dann, wie gesagt, ich habe auch richtig auch einen großen Fan von dem. Sachen gibt's, die glaubt man nicht. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt zu Recht, wie war's in Laos? Als Antwort empfehle ich euch einen Klick hier oben auf die Infobox, denn da geht's zum ganzen Film über Laos bei Werder TV und den gibt's kostenlos und ohne Anmeldung. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Laos, Wahnsinn. Werder Stiftung. Werder bewegt, sorry, Werder bewegt, Werder Stiftung, alles ganz toll. Und Young Coach Ausbildung, erst Afrika, jetzt Laos, Wahnsinn. Wie war's? Es war sehr schön, hast du den Film gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, ich war heute noch nicht auf Werder TV, sorry. Läuft seit Sonntag. Läuft seit Sonntag. Ja, eigentlich erstes Medium, was ich mir sofort immer anschaue, aber keine Ahnung. Und noch mehr Infos zu und exklusive Einblicke von Werder bewegt gibt es bei Facebook und bei Instagram. Moin Werder-Fans, ich bin Henrik und bin mit Werder bewegt in Laos und zeige euch auch mal ein bisschen das Land. Natürlich gibt es besondere Einblicke auch immer hier für euch Insider. Und wir sind immer auf der Suche nach den ganz besonderen Geschichten. Boah, nee, also muss ich passen, habe ich eigentlich gar nichts Wildes erlebt. Ich kann dir jetzt aber keine irgendwie witzige oder krasse Anekdote irgendwie erzählen, weil ich bin ja eh so ein bisschen der langweilige Typ. Klar, dass es dann mal länger geht und dass man dann auch der eine oder andere mal tiefer ins Glas schaut und man auch mal lustige Seiten eines Mitspielers oder Mitarbeiters kennenlernt, die man so im Alltag nicht kennenlernt, aber nichts Skandalöses oder Außergewöhnliches. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr kennt keine Geschichten von irgendeiner Weihnachtsfeier? Also, es gibt bestimmt mehrere Geschichten, aber leider keine, die ich hier so präsentieren kann. Okay. Naja, dann schauen wir einfach mal, was dieses Jahr so los war. Hallo! 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 Hallo!
ist mein absolutes Lieblingsfest und ist für uns jetzt auch einfach mal eine gute Möglichkeit, sich mit den Mitarbeitern ein bisschen auszutauschen, in einem anderen Rahmen, in einem anderen Rahmen vor allem hier sich zu bewegen und scheint eine sehr schöne Location zu sein und wird, glaube ich, auch ein sehr schöner Abend. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Zeitpunkt, um zusammenzukommen. Jetzt auch mit dem letzten Ergebnis im Rücken gegen Düsseldorf gewonnen zu haben, glaube ich, lässt sich der Abend relativ gut genießen. Die Jungs sind also schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Ja, und ratet mal, wer dafür verantwortlich ist. Ja, ich war gestern bei Werder TV zu Gast, habe da unfassbar gute Kekse gegessen, selbst gemacht. Ich will jetzt nicht sagen von wem, aber waren unfassbar gut und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Das W in Werder TV steht halt auch für Weihnachtsstimmung. Da fällt mir ein, mit vollem Mund spricht man nicht. Apropos Weihnachten, habt ihr schon diese ganzen Wir schenken uns nichts Geschenke? Nein? Dann ist heute euer Glückstag, denn das W in Werder TV steht auch für Wir präsentieren die wundervollsten Werder Weihnachtsgeschenkideen. Unser Top-Weihnachtsgeschenk. Ich habe diesmal ein viel besseres Weihnachtsgeschenk noch, nämlich die Tickets für unser Jubiläumskonzert 120 Jahre lauter, seit gestern im Vorverkauf. Es ist das Konzertereignis des Jahres in Bremen. Jan Delay und Johannes Strat auf einer Bühne. 38,50 Euro. Ich glaube, wer sich das entgehen lässt oder wer das nicht als Weihnachtsgeschenk nutzt, der hat keine schönen Weihnachten wahrscheinlich. Außerdem möchte ich es nicht versäumen, unser ganz tolles Werder-Jahrbuch anzupreisen. Ab heute im Fanshop. Es liegen auch für Journalisten hier ein paar aus. Ihr könnt sie gerne mit nach Hause nehmen, lesen und gerne positiv drüber schreiben. Würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne, Randa, wer hat noch nicht, wer will noch mal, jetzt schnell bestellen. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Ich feiere kein Weihnachten und von dem her bin ich total unromantisch und interessiert mich alles nicht. Dann Fußball. Am besten unser Spiel in Dortmund. Ja, und das wird auf keinen Fall einfach, aber die Voraussetzungen sind besser als im letzten Jahr. Und wir schauen auf den letzten Werder-Sieg in Dortmund. Lang, lang ist das her. 2006 war das, also über 10 Jahre her. So weit müssen wir nicht mehr zurückschauen. Denkt einfach mal an letztes Jahr. Ja, Szenen werden wir nicht davon zeigen. Also wir schon. Florian Kohfeldt. Says he is respectful of Dortmund's quality, but he has a game plan, and he believes his team can take 3 points today. Just a lovely ball. Eggestein away with a bad first touch. Oh, what a goal! That is stunning from Maximilian Eggestein. Only his second ever Bundesliga goal, and Borussia Dortmund once again are stunned. It's a great ball in! And a thumping header from Theodore Gebrselassie! And Bremen have retaken the lead and retaken the initiative. And it's more despair for Dortmund. Geiles Spiel. Aber ja, natürlich nicht vergleichbar mit dieser Saison. Von der Systematik her war es ein anderer Trainer, es war ein anderes Spiel. Und bei uns ist ja auch, wie auch gerade schon angeklungen ist, der ein oder andere nicht mehr dabei oder neu dabei. Von daher bringt es da wenig Szenen zu zeigen. Ja, und was ist dann für dieses Jahr wichtig? Sie schaffen es gegen sehr viele verschiedene Grundordnungen, immer wieder ihr Spiel durchzubringen. Also es gab ganz verschiedene Varianten, wie gegen sie gespielt wurde. Und Sie lassen sich von Drucksituationen nicht wirklich beeindrucken, sondern spielen ihr Spiel dann, spielen das sehr mutig und deshalb wird das eine schwere Aufgabe. Aber es ist, wie ich ja auch schon gerade erwähnt habe, durchaus so, dass man auch in einzelnen Spielen sieht, dass es Möglichkeiten gibt. Es waren durchaus auch immer wieder für die Gegner Möglichkeiten da. Ich persönlich kann immer nur sagen, und ich glaube, das spüre ich auch bei den Spielern, ein Spiel in Dortmund ist immer ein Grund zur Freude. Das ist, egal in welcher Situation das ist, ist einfach neben dem Weserstadion für mich
das beeindruckendste Stadion in Deutschland. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich da am Samstagabend das erste Mal unten stehe. Ja, worüber wir schon gesprochen haben, aber wie gesagt, ich betone nochmal, auch mit Max, weil Nuri hatte natürlich eine Vorbereitung unter Lucien Favre, den ich übrigens sehr, sehr schätze für seine Art und Weise, wie er Fußball spielt. Aber da ist Max natürlich jemand, der das sogar noch besser weiß, wie er als Trainer tickt. Und wir haben darüber gesprochen, wie er auch vielleicht auf verschiedene Veränderungen im Spiel reagiert, also Umstellungen vornimmt etc. und Grundherangehensweise. Also jetzt habt ihr wirklich alle Infos zum Spiel. Dementsprechend, was sind eure Tipps? Schreibt es am besten in die Kommentare. Ich glaube, diese Saison das Gleiche so. 1 Dortmund, 2 Bremen. Ja, wie gesagt, ein ganz anderes Spiel. Naja, aber auf jeden Fall ein besonderes für Thomas, ein besonderes für Nuri, ein besonderes für Max, ein besonderes für Flo, ein besonderes für euch, ein besonderes für uns, ja, ein besonderes für alle. Ich weiß noch, nach meinem ersten Bundesligaspiel, dann bin ich nach Meinerzheim gefahren, abends noch, und meine ganze Familie war da. Und wenn ich sage, meine ganze Familie, das sind dann 50, 60, 70 Leute. Und natürlich hat sich unser Leben verändert. Bei uns bekommt ihr einfach das Rundum-Sorglos-Paket zum Spiel gegen Borussia Dortmund. Inklusive Werder-Podcast, aber auch dem Faktenfreitag auf werder.de. Ach, und wenn ihr gerade schon auf YouTube seid, dann klickt doch einfach hier. Da geht's zum Butter bei die Fische mit Patrick Ovomoyela. Ja, und wenn euch Inside gefallen hat, lasst doch am besten auch noch ein Abo da. In diesem Sinne, wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss. ตลอดชีวิตเขียวกับขาวเลมินสลังกรุนไวส์